Guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Ich begrüße und euch alle herzlich zum zweiten Panel des Tages unserer Konferenz. Nach dem Fall Haiti beschäftigen wir uns jetzt mit dem Fall Moria. Das inzwischen abgebrannte Flüchtlingslager bei Moria auf Lesbos ist zum Symbol der fehlgeleiteten Flüchtlingspolitik Europas geworden. Im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens war es zu einem Hotspot für beschleunigte Asylverfahren erklärt worden. Genau wie die Hotspots auf den anderen ostägäischen Inseln ist das System der Schnellverfahren mit anschließender Abschiebung in die Türkei oder Umverteilung auf andere EU-Länder jedoch gescheitert. Stattdessen leben viele Menschen Monate oder gar Jahre lang in den provisorischen Elendslagern, ohne zu wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Die Verantwortung dafür schieben sich EU, griechische Regierung und Kommunalverwaltungen gegenseitig zu. Ganz ähnlich sieht es aus, wenn es um den UNHCR sowie um die unzähligen Nichtregierungsorganisationen und Freiwilligen um die Lager herum geht. Auch hier sind die Zuständigkeiten häufig ungeklärt oder diffus und es ist kaum möglich, Verantwortliche zu benennen. An der Gesamtsituation in den Hotspots hat sich durch die Anwesenheit von UNHCR und Hilfsorganisationen nichts verbessert, im Gegenteil. Überbelegung, medizinische Unterversorgung, mangelnder Rechtsbeistand, schlechte hygienische Verhältnisse, Witterungsanfälligkeit und eine prekäre Sicherheitslage bestimmen nach wie vor den Alltag der Menschen. Und dies ist keine Folge von Ressourcenmangel. Es flossen in den letzten Jahren Milliarden von Brüssel nach Athen, hinzu kamen Spendengelder in Millionenhöhe und unzählige Hilfslieferungen. Moria scheint auch ein Geschäftsmodell geworden zu sein, aus dem sich Profit schlagen lässt. In dem Maße, wie die Menschen in den Hotspots entrechtet werden, nimmt ihre Abhängigkeit von Hilfe zu. Um in einer menschenwürdigen Unterkunft untergebracht zu werden, aufs Festland verlegt oder in einem anderen EU-Land aufgenommen zu werden, ist Vulnerabilität zum Maßstab geworden. Nicht Menschen, die Rechte haben und diese geltend machen, wird ein würdiges Leben gewährt, sondern allenfalls denen, die nachweisen können, besonders verletzt bzw. verletzlich zu sein. So werden sie alle als Rechtssubjekte negiert und zu Objekten humanitärer Hilfe degradiert. In einem schwammigen Konglomerat aus Migrationsmanagement, Sicherheitspolitik und Barmherzigkeit bleibt von den Menschenrechten nicht mehr viel übrig. Es entstehen Räume ohne demokratische und rechtsstaatliche Strukturen, in denen das Hilfsregime zusammen mit dem Sicherheitsapparat die Kontrolle übernimmt. Was bedeutet es? Was bedeutet es, wenn Flüchtlingslager trotz Anwesenheit zahlreicher Institutionen und Hilfsorganisationen nicht Orte der Zuflucht, sondern Quellen neuerlicher Gewalterfahrung werden? Ist der Schutz von Menschen auf der Flucht und im Transit vereinbar mit Intentionen der Kontrolle von Migrationsbewegungen? Wie kann es sein, dass seit Jahren mit dem Stichwort Moria Spendengelder eingeworben werden, ohne dass sich die Situation der wenigen tausend Menschen vor Ort merklich verbessert? Inwiefern kompensieren humanitäre Organisationen staatliches Versagen an den EU-Außengrenzen? Und wie müssen Solidarität und Hilfe aussehen, damit sie der Entrechtung von Flüchtlingen entgegenwirken? Über diese und andere Fragen möchte ich in der kommenden Stunde mit Shirin Tinnesand, Maximilian Pichel und Sean Ziegler sprechen, die ich ganz herzlich begrüße. Shirin Tinnesand arbeitet für die griechische Medico-Partnerorganisation Stand by Me Lesbos, die selbstorganisierte Flüchtlinge im alten wie im neuen Moria unterstützt. Außerdem forscht Shirin an der Oslo Metropolitan University in Norwegen über die Rolle internationaler Hilfsorganisationen in Flüchtlingslagern und Krisengebieten. Maximilian Pichel, der hier neben mir sitzt, studierte Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft in Frankfurt am Main und war anschließend rechtspolitischer Referent bei der deutschen Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Seine Forschungsschwerpunkte sind kritische Rechtstheorie, Flüchtlings- und Migrationsrecht sowie Polizeirecht. Er hat sich unter anderem intensiv mit dem EU-Türkei-Abkommen auseinandergesetzt. Jean Ziegler ist Soziologe. Er war unter anderem UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und ist Mitglied im beratenden Ausschuss des UN-Menschenrechtsrats. 2019 waren wir zusammen auf Lesbos und haben dort das Flüchtlingslager Moria besucht, also noch vor dem Brand. Darüber hat Sean Ziegler das Buch Die Schande Europas geschrieben, als dessen Autor wir ihn heute Abend eingeladen haben. Ich freue mich sehr, dass ihr alle drei
zugeschaltet seid bzw. hier neben mir seid und möchte euch nun auch endlich zu Wort kommen lassen. Wir haben es eben von Marc Schuller und den anderen im Haiti-Panel gehört, wie sehr die Insel abhängig geworden ist von internationaler Hilfe. Marc Schuller hat es so formuliert, die Hilfe war nach dem Erdbeben die zweite Katastrophe. Ich denke, da gibt es Parallelen zu dem, was wir auf Moria beobachten. Shirin, du lebst seit einiger Zeit auf Lesbos. Du kennst das alte Moria vor dem Brand und das neue Moria, von dem viele sagen, es sei noch schlimmer. Du arbeitest täglich mit Menschen zusammen, die im Lager leben müssen, und du bekommst mit, wie Hilfsorganisationen über die Insel herfallen, ohne dass sich grundlegend etwas für die Flüchtlinge verbessert. Ist die Hilfe in Moria gescheitert? Hey, so thank you so much for inviting. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Wenn wir über die Hilfeindustrie auf Lesbos sprechen, da sehen wir, dass es der gut geht, dass sie vielleicht sogar ihre Ziele übererreicht. Es gibt da zum Beispiel so ziemlich die teuersten Duschen in Europa in dem Camp. Man weiß zwar nicht, wie viele es gibt, aber es gibt, sollte da eine Menge Duschen geben im Wert von 5 Millionen Euro. Wenn wir jetzt in die Türkei schauen, 6 Milliarden Euro wurden der Türkei übergeben für 3,6 Millionen Flüchtlinge. Und die Türkei ist das Land, das zum Teil die größte Flüchtlingsdichte weltweit hat im Vergleich zu Griechenland, wo 3 Milliarden Euro für circa eine halbe Million, für circa 250.000 Flüchtlinge gegeben wurden. Also das sind 1.700 Euro für die Asylsuchenden in der Türkei, während es 15.000 pro Kopf in Griechenland sind. Da gibt es doch einen klaren Unterschied, was sich hier abspielt ist. Und das müssen wir auch eben betrachten. Sieht so aus. Zwei Punkte. Zum Ersten, die ganze Situation. Damit wird umgegangen, als ob es eine humanitäre Krise wäre, aber das ist nicht so, es ist ein politisches Problem. Und so sollte es auch behandelt werden. Also was würde geschehen, wenn wir morgen das Lager evakuieren würden? Tausende und Abertausende von Menschen würden ihre Arbeitsplätze verlieren, ihr Einkommen. Und jeder, der hier gewesen ist, der sieht, dass es ist nicht Absicht, aber dass alle profitieren von dem Elend, auch ich. Zwar nicht finanziell, aber eben durch das Netzwerken. Wenn ich nicht nach Moria gegangen wäre vor einiger Zeit, wäre ich zum Beispiel heute nicht bei dem Podium dabei. Also davon profitiere ich auch ich. Moria hat sich also irgendwann in etwas verwandelt wie eine Goldmine in Kalifornien. Aber das geht eben auf Kosten der Flüchtlinge. Wie gesagt, es wird behandelt wie eine humanitäre Krise. Das öffnet jede Menge Türen, aber das sollte als politisches Problem behandelt werden. Und alles im Zusammenhang damit, das wurde ja schon bei der Einführung erwähnt, die Depolitisierungsprozesse, das ist auch symptomatisch. Wenn das als humanitärer Prozess behandelt wird und die NGOs, die schießen aus dem Boden. 2016 wurden viele erst gegründet, sind durchaus jung. Und es gibt da eben nicht den entsprechenden Professionalismus. Wenn Sie die Homepages anschauen, da fehlen oft ganz grundsätzliche Dinge wie Finanzberichte, Aktivitätsberichte, sogar Adressen manchmal und Ansprechpartner. Zum anderen, was vor Ort stattfindet bei den NGOs. Ich möchte da auch darauf hinweisen, die NGOs spielen da eine Rolle. Es ist ja nicht nur die EU und der UNHCR, auch die NGOs.
Wie gesagt, also 2015, insbesondere 2016, kamen eine Vielzahl dieser NGOs an und es hat sich da das Bild herausgebildet, ja, wir brauchen einfach viele Hände, jeder kann kommen. 2015 hat das auch in gewissem Maß gegolten, aber ab 2016 hat sich die Situation geändert. Was wir jetzt haben ist, wir haben diese Vorstellung, jeder könnte kommen, aber mehr als Empfangszentrum. Wenn Sie als Asylsuchende in Deutschland ankommen, dann haben Sie im Aufnahmelager auch die Möglichkeit, mit dem Psychologen, dem Juristen und so weiter zu sprechen. So ist es aber in Moria nicht. Die Menschen haben doch ein Recht, auch professionell unterstützt zu werden. Als Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, dann möchte ich ja geheilt werden, beziehungsweise zunächst eine Behandlung, eine Diagnose. Ich möchte nicht, dass der Arzt da sitzt und weint, nachdem er mir die Diagnose gegeben hat, sondern wenn es heißt, es ist ein Tumor, dann ist auch die Frage, was kann man machen? Es nutzt ja nichts, wenn man Mitleid bekommt. Die Menschen haben das schon erlebt, was sie erlebt haben. In gewissem Maß. Ist man da auch eben dann nicht konsequent, was ihre Menschenwürde angeht, wie man sie behandeln sollte. Nochmal, wenn wir über unqualifizierte Helper sprechen, die haben einfach keinen Hintergrund, kein Hintergrundwissen, mit welchen Menschen sie es zu tun haben werden, mit was sie umgehen sollen. Das finde ich also schon sehr merkwürdig. Es gibt auch noch eine andere Vorstellung, die erzeugt wird durch die NGOs, zumindest in meiner Erfahrung, nämlich diese Vorstellung, dass die Asylsuchenden und die Flüchtlinge ungebildet wären, nicht in der Lage wären, auch einfache Dinge zu machen und dass sie da Hilfe brauchen. Insgesamt profitieren die NGOs davon. Ich bin ja selbst bei einer NGO und ich sehe, dass die davon profitieren. Es gibt da Gerüchte, ich habe da auch Gerüchte gehört, dass man bei manchen NGOs sogar bezahlen muss, um ehrenamtlich etwas zu tun. Die vermieten dann auch vielleicht Wohnungen und Fahrzeuge an die Helfer und das ist bei den NGOs teurer, als es normal auf dem Markt vor Ort wäre. Also da fließt viel Geld. Und vielleicht wird man auch noch aufgefordert, dann Spenden einzuwerben. Was macht der Staat in Griechenland nun? Ist das eine Unfähigkeit oder eine Unwilligkeit, das zu überwachen, das Geld zu überwachen, diejenigen, die ankommen, zu überwachen? Es gibt ja bestimmte NGOs, die immer noch außerhalb der Lager arbeiten. Es behaupten auch viele, sie wären eine NGO, sind das aber eigentlich gar nicht. Welche Standards haben sie eigentlich für diejenigen, die ankommen? Ich möchte nicht sagen, dass alle Ehrenamtlichen schlecht wären, aber es gibt doch den Bedarf, eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen. Wir haben es hier mit den Schwächsten zu tun. Und auch der Staat in Griechenland kann das eben nicht einfach den Nichtregierungsorganisationen überlassen. Das funktioniert nicht. Die können auch nicht garantieren, dass die Rechte dann geschützt werden, wenn sie das nicht überwachen. Insbesondere, wer da als Ehrenamtler ankommt, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass zum Beispiel auch Sexualstraftäter ankommen über diese Kanäle. Das ist alles möglich in diesem Umfeld. Eine weitere Möglichkeit, das zu betrachten, und das ist auch sehr eigenartig. Es gab ein Bauunternehmen nach der Überschwemmung und so weiter. Aber jetzt sind hier Nichtregierungsorganisationen am Werk, auch was zum Beispiel jetzt das Abwasser darstellt. Also wenn ich mir einen Klempner bestelle, dann will ich ja auch niemanden, der unqualifiziert ist oder der nicht mal die richtigen
Werkzeuge mitbringt, da wäre ich doch auch ziemlich skeptisch. Jedes Mal, wenn es regnet, wäre dann mein Haus überschwemmt, mein Eigentum beschädigt. Ja, dann würde ich die doch zunächst mal aus meinem Haus rauswerfen und sie dann verklagen, wegen Sachbeschädigung. Und genau das erleben wir aber in Moria, dass da unqualifizierte NGOs die Aufgabe zum Beispiel hatten, das Abwassersystem in Ordnung zu bringen, aber die kamen mit ein paar Schaufeln an, nicht mal mit Baggern. Dann war natürlich alles wieder überschwemmt. Das ist eben auch dann die Frage, wen man zur Rechenschaft ziehen kann, was überhaupt die Verantwortlichkeit ist. Man weiß ja oft auch gar nicht, wer für bestimmte Systemfehler verantwortlich ist. Wir erleben auch, dass es häufig eine Tendenz gibt, dass Asylsuchende, Flüchtlinge Dinge akzeptieren sollten, die wir selbst nicht akzeptieren würden, zum Beispiel nachdem das Lager abbrannte und sie in einem temporären Lager gebracht wurden. Es wird also dann versucht, das temporäre Lager immer länger aufrechtzuerhalten. Da wird das dann plötzlich als akzeptabel erklärt. Wenn es in Deutschland ein Erdbeben gäbe, dann würden doch die Deutschen niemals akzeptieren, dass sie in einem Zeltlager sitzen müssen, ohne Möglichkeit, zum Beispiel 2 Monate lang zu duschen. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dann wären das Eimer. Und sie sollen da 10 Liter kaltes Wasser reinfüllen und dann im Freien duschen. Deutsche würden das nie akzeptieren, aber die Flüchtlinge sollen das akzeptieren. Was ich also verlange mit all dem ist, wenn wir die Situation ändern wollen, dann können wir die nicht so weiter füttern. Statt jetzt darüber zu sprechen, wie viele Duschen es gibt, wie viele Toiletten, müssen wir die Debatte zur Tatsache lenken, dass die Flüchtlinge festgehalten werden, ihre Rechte verletzt werden, dass das als politisches Problem zu behandeln ist. Ein Wahnsinn in Moria. Also ich glaube, das ist ein Bereich, mit dem sich die wenigsten bislang beschäftigt haben. Es ist Kritik geäußert worden an der Politik schon, an vielen anderen Dingen. Aber was genau im Bereich der Hilfe in und um Moria herum geschieht, das ist noch ziemlich unterbeleuchtet. Und da bin ich sehr froh, dass du, Shirin, uns da jetzt einen Einblick gegeben hast. Max, eine Frage an dich jetzt als Jurist. Wie kann das System Moria immer weiter bestehen? Die Rechtsverletzungen an den Flüchtlingen sind offensichtlich. Warum ist es dennoch so schwierig, juristisch dagegen vorzugehen? Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, man muss nicht Jura studiert haben, um klar zu erkennen, dass die Lebensbedingungen in den Hotspots auf den griechischen Inseln seit Jahren menschenrechtswidrig sind. Den Geflüchteten wird eine menschenwürdige Aufnahme verweigert. Der Zugang zu Gesundheit und Bildung ist kaum vorhanden. Ihre Freizügigkeit wird durch eine rigorose Residenzpflicht beschränkt und ihre Asylanträge, die werden kaum bearbeitet. Und ich glaube, auf den Inseln, da zeigt sich wie in einem Brennglas die grundsätzliche Strategie der zentraleuropäischen EU-Mitgliedstaaten, die diese seit über 20 Jahren EU-Migrationskontrollpolitik bereits verfolgen. Also eine Politik der systematischen Auslagerung. Auf dem Papier soll das europäische Asylrecht erhalten bleiben, aber faktisch wird Geflüchteten der Zugang zum Asylverfahren versperrt. Und die griechischen Inseln sind dadurch eben auch Lager der Entrechtung geworden. Und ich möchte, glaube ich, mal 2 Gründe aus der Vielzahl von Gründen nennen, warum es bisher nicht funktioniert hat, gegen dieses System der Entrechtung auch vor den Gerichten oder innerhalb des rechtswissenschaftlichen Diskurses etwas zu unternehmen. Erstens, und da schließe ich an Shirins Ausführungen an, verhindert der Narrativ, es handele sich bei Moria um eine humanitäre Katastrophe, dass die Rechte der Geflüchteten ins Zentrum der Debatte gerückt werden. Und zweitens gibt es hohe faktische Hürden im europäischen Rechtsschutzsystem, die es den Anwältinnen und den Rechtsberatungsstrukturen nur schwer möglich machen, den Moria-Komplex, wie ich ihn nennen würde, vor den Gerichten anzugreifen. Bezüglich des ersten Punktes, da hat Shirin ja auch schon einiges gesagt. Eine Perspektive auf die Rechte der Geflüchteten ist wichtig, denn in den Narrativen über Moria spielt das eigentlich kaum eine Rolle. Und die Verantwortung der Staaten für die Zustände auf den Inseln wird auch weggewischt.
Die unmenschlichen Lebensbedingungen werden wahlweise als humanitäre Katastrophe, als Ausnahme oder als Betriebsunfall gewertet. Und wenn doch einmal Geflüchtete von den Inseln umverteilt werden, zum Beispiel nach dem Brand vom September 2020, dann begründen die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten ihr Handeln oft mit einer angeblich schnellen Hilfe und einem moralischen Humanitarismus. Erinnern wir uns zum Beispiel an das Vorgehen der deutschen Bundesregierung und an die Aussagen von Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer. Die haben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dann nach großem öffentlichen Druck auch umverteilt nach Deutschland. Aber es gab sozusagen so ein Bild von einer großzügigen Aufnahmebereitschaft Deutschlands. Und dahinter geht verloren, dass die Bundesregierung seit Jahren die Rechte der Geflüchteten von den Inseln missachtet. Denn Geflüchtete, die bereits Familienangehörige in Deutschland haben, die haben nach der Dublin-III-Verordnung, also der europäischen Rechtsverordnung, einen durchsetzbaren Rechtsanspruch, um nach Deutschland einzureisen und hier ihr Asylverfahren fortzusetzen. Und die Bundesregierung blockiert solche Verfahren systematisch seit Jahren und verhindert die Familienzusammenführung. Solche bereits vorhandenen Rechte und legalen Einreisewege, die müsste man eigentlich statt einer freiwilligen Hilfe stärken. Dazu müsste man aber zuerst den Narrativ überwinden, dass es sich bei Moria eben um eine angeblich nur rein humanitäre Katastrophe handelt. Also Verantwortlichkeiten, die müssen ganz klar benannt werden. Die Verantwortung der EU, die auf den Inseln den EU-Hotspot-Ansatz auch durch den EU-Türkei-Deal durchgesetzt hat und dort unmittelbar mit der europäischen Asylbehörde und Frontex aktiv ist. Die Verantwortung der deutschen Bundesregierung, die den EU-Türkei-Deal wesentlich unterstützt und vorangetrieben hat und die legale Wege für Geflüchtete von den Inseln versperrt. Und die Verantwortung der griechischen Regierung, die das Lager hauptverantwortlich betreibt und nichts an den unmenschlichen Zuständen ändert. Und schließlich, darauf ist Shirin ja eingegangen, die Verantwortung einiger privater Hilfsorganisationen, die durch ihr fragwürdiges Engagement das Lagersystem stützen, anstatt es zu kritisieren und an seiner Überwindung mitzuwirken. Mein zweiter Punkt, der betrifft das Problem, warum man dieser Entrechtung, die beschrieben wird, auf den Inseln kaum etwas entgegensetzen kann. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel hat letztens ja gesagt, man wisse seit langem, dass Menschen dort unter unwürdigen Bedingungen leben. Aber warum kann man daran nichts verändern? Eigentlich haben Geflüchtete ein ganzes Bündel von Rechten, die den Zuständen auf den Inseln entgegenstehen. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention und die Europäische Aufnahmerichtlinie, die gewähren ihnen Freizügigkeit, Zugang zu Bildung und eine menschenwürdige Unterbringung, eine ausreichende Gesundheitsversorgung und schnelle Asylverfahren. Und wir wissen natürlich, das sehen wir alle, dass das überhaupt nicht in der Realität funktioniert. Und gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist auch an die Schutzpflicht der europäischen Staaten für das Leben und die Gesundheit von Menschen zu erinnern, die natürlich in solchen Lagern unter unhygienischen Bedingungen überhaupt nicht eingehalten werden kann. Diese Rechte, die könnte man vor den europäischen Gerichten einklagen, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg oder vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Damit das Recht aber wirksam werden kann, muss es erst mobilisiert werden. Also das Recht vollzieht sich nicht aus sich selbst heraus, sondern es braucht Rechtsberatungsstrukturen und Mittel und Ressourcen, um einen Zugang zu Rechtsverfahren zu erstreiten. Und das sagen auch alle Anwältinnen und Rechtsberatungsstrukturen vor Ort, mit denen man redet, dass das die eigentlichen Probleme vor Ort sind. Also dass man es eben nicht schafft, so viele Ressourcen aufzuwenden, damit man alle diese Verfahren systematisch führen könnte, um dieser Entrechtungspolitik etwas entgegenzusetzen. Und da muss man natürlich auch schauen, was haben die Gerichte gemacht. Das Gericht der Europäischen Union, das lehnte schon frühzeitig Klagen gegen den EU-Türkei-Deal als unzulässig ab, indem die Richterinnen schlicht behaupteten, die Mitgliedstaaten der EU hätten nicht in ihrer Funktion als europäische Organe gehandelt, als man den Deal mit der Regierung aus Ankara schloss. Durch dieses Urteil zeichnete sich das Gericht der Europäischen Union praktisch von seiner Kontrollfunktion frei und überlässt den Mitgliedstaaten bei der Auslagerung der Migrationskontrollen komplett freie Hand, ohne rechtsstaatliche Einhegung. Der Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der ist wiederum kompliziert, wenn man die Lebensbedingungen auf den Inseln systematisch überprüfen will. Jede Klage in Straßburg ist zunächst die Klage eines Individuums. In Eilrechtsverfahren gelang es zwar immer wieder, Geflüchteten einen Weg aus den Lagern zu ebnen, nur endet damit automatisch das Verfahren, um grundsätzlich zu klären, welche Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention in den EU-Hotspots eigentlich verletzt sind. Ein bisschen langsamer für die Dolmetscherin.
Auch zeigt sich die griechische Regierung geschickt darin, Fälle von grundsätzlicher Bedeutung schnellstmöglich vom Tisch zu räumen, zum Beispiel durch die Zahlung von Entschädigungen an Betroffene. Ziel ist es, kein größeres Verfahren in Straßburg zu eröffnen. Und schließlich verschlingt jeder Einzelfall sehr viele personelle und finanzielle Ressourcen, selbst wenn man einen Fall vor Gericht gewinnt. Denn dann beginnt oft erst das Problem, das Urteil auch in die Praxis umzusetzen. Die griechische Regierung und die Lagerleitungen, die versuchen, jedes Mittel zu nutzen, um Gerichtsurteile zu umgehen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat vor 3 Wochen tatsächlich ein Verfahren von 8 Geflüchteten aus den 4 Lagern der Insel zugelassen und Fragen an die griechische Regierung übersandt. Und auch wenn das einen juristischen Zwischenerfolg darstellt, ist es durch dieses Verfahren weiterhin nicht möglich, die EU selbst für die Zustände auf den Inseln verantwortlich zu machen. Denn Griechenland wird ja verklagt und Griechenland würde einmal mehr als Stellvertreter abgestraft werden. Und selbst wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Urteil menschenrechtswidrige Zustände feststellen würde, dann ist eine solche Entscheidung wohl erst in 3 Jahren zu erwarten. Das Urteil würde dann aber eine Situation betreffen, die nicht mehr existiert und Bedingungen in Lagern anprangern, die es nicht mehr gibt. Denn schon jetzt verändert sich ja die Situation. Auf der Insel Kos soll ein geschlossenes Zentrum gebaut und das neue Aufnahmezentrum auf Lesbos soll am Rand der Insel unmittelbar neben einer Müllkippe errichtet werden. Dort, wo die einheimische Bevölkerung nicht mehr zufällig vorbeikommt, wo es weniger Öffentlichkeit geben wird und kaum noch Zugänge für Rechtsberatungsstrukturen vorhanden sind. Also, umso wichtiger ist es, die Zustände auf den Inseln zu repolitisieren. Das System Moria, das ist nicht mit dem Brand vom September 2020 untergegangen, sondern dieses System Moria, das besteht fort. Und das System Moria ist kein europäischer Betriebsunfall, sondern die logische Konsequenz aus einer verantwortungslosen Politik der Auslagerung und einer systematischen Entrechtung von Geflüchteten durch die Europäische Union. Ja, vielen Dank, Max, für die juristischen Erläuterungen dazu. Jean, jetzt möchte ich gerne dir das Wort erteilen. In deinem Buch schreibst du, mit der Aushöhlung des Asylrechts und den eklatanten Verletzungen der Flüchtlingsrechte zerstört die EU die Grundlagen, auf denen sie selbst 1957 errichtet wurde. Shirin hat nun eben beschrieben, wie es um die Hilfe auf Lesbos bestellt ist. Und Max hat die Grenzen juristischen Vorgehens gegen Rechtsverletzungen aufgezeigt. Was läuft politisch schief in Europa, dass es hier Orte wie Moria dauerhaft geben kann? Also was ganz sicher ist, ist hochinteressant, was ich bis jetzt gehört habe und bin total einverstanden, was gesagt wurde. Aber was dahinter ist, hinter dieser Politik, verantwortlich ist für diese fürchterlichen inhumanen Bedingungen in Stacheldraht von den Flüchtlingen in Lesbos, Samos, auf den 5 griechischen Inseln in der Ägäis. Verantwortlich ist die Europäische Union. Und die Europäische Union, vor allem Frau Ursula von der Leyen, die Präsidentin, ich zitiere sie, sagt, Flüchtlinge sind eine Bedrohung für die europäische Lebensweise. Im März letzten Jahres, Evros, der Konflikt am Fluss, am Grenzfluss, Evros hat sie gesagt bei einer Pressekonferenz in Athen, ich gratuliere, sie hat der griechischen Schlägerpolizei, Grenzpolizei gedankt und gesagt, ihr seid der Schutzschild Europas, der Schutzschild Europas. Mit allen Mitteln, und das hat Dr. Maximilian Bichl sehr richtig gesagt, mit allen Mitteln wird das Asylrecht, das universelle Menschenrecht auf Asyl, Artikel 14 der Universellen Menschenrechtsdeklaration, ausgeschaltet. Menschen bringen sich um, Kinder verstümmeln sich in Moria und es geht weiter in Kara Tepe jetzt, weil die Asylanträge nicht behandelt werden. Praktisch an der Südgrenze Europas wird das europäische Asylrecht liquidiert. Dabei sind die Menschenrechte das Fundament der Römerverträge von 1927, also der Europäischen Gemeinschaft,
die ist ein, sollte, stellt den Anspruch, ein kontinentaler Rechtsstaat zu sein, indem die EU das Asylrecht praktisch ausschaltet, mit Füßen tritt an der Südgrenze Europas, zeitweise die Südgrenze überhaupt schließt, diese Pullbacks macht, also die Frontex, die Grenzwachtorganisation der UNO, der EU, die griechische Grenzpolizei finanziert von der EU, praktisch dirigiert von der EU, die Menschenjagden machen auf hoher See, die Pushbacks, um die Flüchtlingsboote überhaupt nicht auf europäischen Küsten, auf die europäischen Küsten sich zu nähern und dort die Flüchtlinge ein Asylgesuch überhaupt deponieren können, also die Pushbacks und die abschreckenden fürchterlichen Unmenschenbedingungen in den Hotspots. Diese Situation, diese Politik ist eine gewollte Strategie der Abschreckung der Europäischen Union. Warum diese Abschreckungsstrategie? Es wäre natürlich komplett falsch zu sagen, die Frau von der Leyen und die Kommissarin in Brüssel, die Exekutive der EU, das sind zynische Menschen und unmenschliche, die unmenschliche Verhältnisse willentlich schaffen. Es gibt einen ganz konkreten Grund, es gibt eine ganz konkrete Politik, die diese Abschreckungsstrategie begründet. Und das ist die folgende. Überall in Europa machen die rassistischen, xenophoben Bewegungen Fortschritte. Die AfD in Deutschland, Salvini, die Lega in Italien, Le Pen, heute wahrscheinlich die stärkste, der Front National, die stärkste Bewegung, total rassistische, xenophobe Bewegung in Frankreich und so weiter und so weiter. Der Schluss, den die europäische Exekutive rauszieht, die Kommission daraus zieht, ist folgendes. Die sagen, die Sündenbock-Theorie, das ist die Argumentation der xenophoben Bewegung. Die xenophoben Bewegung, Frau Le Pen zum Beispiel, Frankreich oder Salvini, die sagen den Leuten, euch geht's schlecht, prekäre Arbeit, Arbeitslosigkeit, drohende Armut und so weiter. Wer ist schuld? Die Flüchtlinge, die Fremden und insbesondere die Flüchtlinge. Die EU-Exekutive zieht den Schluss daraus, dass man, wenn man diese Bewegung stoppen will, und das muss man ja, diese Bewegung, Koalitionsbewegung stoppen will in Europa, muss man die Flüchtlingszahlen herunterbringen, auch mit total illegalen Mitteln. Die übrigens die Glaubwürdigkeit der EU unterminiert und deshalb schon an sich sehr gefährlich ist, diese Abschreckungspolitik, diese Menschenrechtsverletzungspolitik. Und diese Aussage, diese Analyse der EU-Exekutive, der Kommission, die ist falsch, die ist historisch widerlegt. Ein Rassist, ein Antisemit, ein Antislamist, ein Antifeminist, ein Rassist ist ein Feind der Menschheit. Mit dem kann man keine Kompromisse schließen. Dem kann man nicht entgegenkommen, ein Wegstück lang und hoffen, er werde dann weniger rassistisch, weniger aggressiv. Das stimmt nicht, das kann man nicht, das ist ein Totalirrtum. Ein Rassist, ich sage es noch einmal, muss bekämpft werden mit allen verfassungsmäßigen, demokratischen, friedlichen Mitteln, die unsere Rechtsstaaten, die 27 Rechtsstaaten der Europäischen Union haben. Aber es kann keine Kompromisse mit diesen Bewegungen geben. Wenn Sie denen den kleinen Finger geben, nimmt er die Hand. Wenn Sie ihm die Hand geben, nimmt er den Arm. Wenn Sie ihm den Arm geben, nimmt er den ganzen Körper. Es kommt mir, und ich habe das in meinem Buch erwähnt, es gibt einen historischen Vergleich, ich sage das sehr rasch. 1938, Daladier, der französische Ministerpräsident, Chamberlain, der englische Ministerpräsident, Prime Minister, kommen nach München zum Hitler und sagen ihm,
Also die Tschechoslowakei könnt ihr zerschlagen, die Sudeten ins Reich integrieren und so weiter. Aber bitte keinen Krieg. Bitte keinen Krieg. Und bitte sagt, prima, ich bin einverstanden, Schloss Chamberlain und Daladier gehen zurück nach Paris und nach London. Chamberlain, der berühmte Satz, Peace for our time, ich bringe Frieden für unsere Zeit mit mir. Hitler zerstört die Tschechoslowakei, integriert die Sudeten und macht Krieg, greift Polen an. Also noch einmal gesagt, mit Rassisten kann man keine irgendwelchen Kompromisse eingehen. Und deshalb ist diese Abschreckungsstrategie der EU total falsch. Das Asylrecht ist ein universelles Menschenrecht. Menschenrechte sind universell, unteilbar und interdependent. Sie können nicht quantifiziert werden. Man kann auch nicht sagen, ja, wenn wir jetzt plötzlich humane Verhältnisse in den Nahrung, adäquate Nahrung und so weiter, Hygiene, Schulen und so weiter, medizinische Versorgung in den ägäischen Lager machen würden, dann gäbe das ja einen Sogeffekt. Und dann kämen wieder viele andere, viel mehr Flüchtlinge noch, der sogenannte Pull-Effekt, wie die Amerikaner sagen. Der Sogeffekt. Und das ist ein Argument, zweiter Punkt, ein Argument, das total intolerabel ist, weil ein Menschenrecht, ich sage es noch einmal, wie das Asylrecht, jedermann, der in seinem Land gefoltert, bombardiert, verfolgt wird, hat das Recht, eine Grenze zu überschreiten und in einem anderen Staat um Schutz nachzusuchen. Wer dieses Asylrecht quantifizieren will und sagen, für die ersten 10.000 akzeptieren wir Schutz des Asylrechts. Aber wenn nachher kommt, gilt das Menschenrecht nicht mehr. Das gibt es nicht. Menschenrechte können nicht quantifiziert werden. Dazu kommt noch, dass rein praktisch gesehen, wenn Sie das UN-Hochkommissar Filippo Grandi hat das kürzlich gesagt, wenn man sämtliche wartenden Menschen, die zu erwarten sind, dass sie Libyen, Kroatien, Herzegowina, Biak und so weiter, die Ägäis, das mit mir, nach Europa kommen wollen, müsste man mit ungefähr 50.000 Menschen rechnen. Die Europäische Union, die 27 Länder heute haben, 482 Millionen Menschen leben dort. Auch wenn alle kämen, die man erwarten müsste, wäre das überhaupt kein Problem, 50.000 Menschen zu integrieren in ein demografisches Bassin von über 480 Millionen Menschen. Also das Argument vom Sogeffekt, man muss die Abschreckung aufrechterhalten, damit Menschen in Syrien, in Afghanistan, im Irak, im Jemen, im Südsudan, im Darfur sich entscheiden, nicht zu kommen, weil die Nachrichten aus diesen Lagern, aus diesem Hotspot, so schrecklich sind, weil dort die Verhältnisse so fürchterlich sind, dass Menschen dann nicht kommen würden. Diese Abschreckungsstrategie, die ist eine totale Negation aller Menschenrechte, nicht nur des Asylrechts, sondern des Rechts auf Nahrung, auf Bildung, auf Gesundheit und so weiter. Eine Negation des Fundamentes auch der Europäischen Union, der sämtlichen Menschenrechte. Und dazu noch ineffizient, wenn Sie ein Mensch sind, der noch lebende Kinder hat in Aleppo und jetzt in Idlib, wo die fürchterlichen Terrorbombardemente dieses Massenmörders Putin immer noch weitergehen. Und sie haben noch lebende Kinder und sie leben ja im Serbonten, haben ihr Haus verbombt, haben fürchterlich erlebt, dann gehen sie weg, was immer auch die Nachrichten aus Kara Tepe, heute dem Nachfolgelager
von Moria sind. Also die ganze Abschreckungsstrategie, ich höre gleich auf, die ganze Abschreckungsstrategie der EU, die gewollt ist, die Hölle von Kara Tepe heute ist gewollt, so organisiert. Die griechische Korruption kommt noch dazu. Seit 2015 hat Griechenland mehr, etwas ganz knapp mehr als 3 Milliarden Euro für die Lager von Brüssel, erhalten. Also die ganze Abschreckungsstrategie ist völkerrechtlich ein Vergehen, ein Delikt, politisch ineffizient und menschlich total unannehmbar. Und ich sage zum Schluss, wenn ich das noch sagen darf, es gibt uns, die 27 Staaten sind Rechtsstaaten. Es gibt keine, Ohnmacht in der Demokratie. Es gibt es nicht. Jeder von uns ist verantwortlich für diese fürchterlichen Verhältnisse in den Hotspots und für die Menschenjagd in der Ägäis und im Mittelmeer. Die Pushbacks. Wir sind, jeder von uns ist verantwortlich. Und jeder von uns hat die Mittel, die verfassungsrechtlichen Mittel, die Mittel, die das Grundgesetz, die eidgenössische Verfassung, die französische Verfassung, jedem von uns gibt. Wir müssen uns so bücken und diese Waffen, diese verfassungsrechtlichen Waffen aufzugreifen, um unsere Regierung zu zwingen, in Brüssel eine radikal andere Politik, eine Politik der Gastfreundschaft, der Aufnahme des rechtlichen Gehörs, des Respektes des Asylrechts jedes verfolgten Menschen zu realisieren, zu konkretisieren und diese Abschreckungsstrategie, diese sofort zu liquidieren, radikal zu liquidieren, die Hotspots zu evakuieren und die Gefangenen, die gepeinigten, verfolgten Menschen auf die 27, wie das der Verteilungsplan von 2016 vorschreibt, auf die 27 Mitgliedstaaten zu verteilen. Und wenn einige osteuropäische xenophobe Regierungen, Orban oder die Polen oder die Slowaken oder die Tschechen und so weiter, diesen Verteilungsplan weiterhin negieren, dann müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden, dann müssen ihnen die Subventionen aus Brüssel, die sie am Leben erhalten, radikal gestrichen werden. Es hängt von uns ab, von uns. Es gibt keine mögliche Verantwortungslosigkeit für jeden von uns. Vielen herzlichen Dank, Jean, für die deutlichen Worte. Ich würde gerne eine Frage jetzt anschließen. Also wir haben jetzt viel gehört im Grunde über gewolltes oder ungewolltes Versagen der Politik, der Europäischen Kommission, der Hilfsorganisationen. Die Rechtsprechung kommt an ihre Grenzen. Es gibt noch einen Akteur, den wir noch nicht erwähnt haben, und das ist der UNHCR. Also die Vereinten Nationen haben eine Organisation, die eigentlich dem Schutz der Flüchtlinge verpflichtet sind. Die sind in Moria aktiv gewesen. Die haben das neue Lager mit aufgebaut auf einem vermutlich verseuchten Grund. Was ist da los? Was ist mit dem UNHCR los? Max, vielleicht zunächst mal an dich. Ja, also das UN-Flüchtlingshilfswerk hat ja eigentlich ein sehr klares Mandat, nämlich die Rechte für Geflüchtete aus der Genfer Flüchtlingskonvention gegenüber den Nationalstaaten zu verteidigen. Und UNHCR hat, ich glaube, letzte Woche eine Pressemitteilung herausgegeben und ganz scharf die Pushbacks an den europäischen Grenzen kritisiert, nachdem der Europäische Gerichtshof kürzlich ein Urteil dazu veröffentlicht hat. Und jetzt gibt es aber ganz viele Berichte von vor Ort, von den griechischen Inseln, von anderen Nichtregierungsorganisationen, von Wissenschaftlerinnen und von Journalistinnen, zum Beispiel jetzt seit kurzem auch viele Beiträge von Isabel Chayani vom WDR dazu, die sagen, dass UNHCR auch ein Teil des Problems und eben nicht nur ein Teil der Lösung ist auf den griechischen Inseln. Und man muss sich fragen, warum ist das so? Ich glaube, das sind ganz viele Ebenen, um nur ein paar zu nennen. Also wir haben natürlich generell eine Krise des menschenrechtsbasierten Systems auf der Welt. Und das schlägt sich dann natürlich auch auf die Arbeit von UNHCR nieder.
weil UNHCRs Macht ist ja sozusagen nur geliehen durch die finanziellen Zuwendungen durch die Nationalstaaten. Und wenn da sozusagen das Interesse an einem flüchtlingsrechtlich basierten System wegbricht, durch den Aufschwung autoritärer Akteure wie Trump, Bolsonaro und auch in der Europäischen Union, dann gerät natürlich auch die Basis für die Arbeit von UNHCR in Gefahr. Dann kommt hinzu, dass UNHCR genau aus diesem Grund dann auch in einen Wettbewerb mit hineingedrängt wird mit anderen Hilfsorganisationen, auch um Spendengelder und dann eben auch auf einmal involviert ist direkt in die Verwaltung von solchen Camps, was eigentlich nicht die Aufgabe des UN-Flüchtlingshilfswerks sein sollte, weil, das wissen wir, glaube ich, seit Jahrzehnten schon, Lager immer Orte der Entrechtung sind. Systematische Orte der Entrechtung und dort Flüchtlingsrechte nicht gewährt werden können. Und deswegen eigentlich ein Akteur, der sich der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet fühlt, ein solches System nicht reproduzieren dürfte, sondern an seiner Überwindung mitwirken müsste. Aber UNHCR ist dann eben verwickelt in diese ganzen Krisen, in diese Probleme und steht auch noch in einem Konkurrenzkampf mit der Internationalen Organisation für Migration, IOM, die immer mehr Zustimmung unter den Nationalstaaten erfährt. Und IOM ist nicht so verpflichtet den Flüchtlingsrechten gegenüber, setzt mehr auf das Migrationsmanagement, was auch die EU will, und mehr auf freiwillige Rückführungen. Und auch da kommt UNHCR in eine Zwickmühle. Also ich glaube, das sind so die Gründe, natürlich noch ein paar andere, aber das sind unter anderem so Gründe, warum UNHCR da auch eine sehr fragwürdige Rolle hat. Vielen Dank, Max. Jean, wir waren zusammen auf Lesbos vor 2 Jahren. Du hast eine kleine Delegation von Medico International und Pro Asyl begleitet. Und wir haben dort auch mit der Vertreterin des UNHCR gesprochen. Was ist deine Meinung dazu? Was läuft da schief, was den UNHCR anbelangt? Wir hören dich nicht. Wir hören dich gerade nicht. Warte noch mal kurz. Du hörst mich? Jetzt hören wir dich. Das wäre schade. Jetzt. In meinem Buch Die Schande Europas beschreibe ich diese Begegnung mit der Leiterin des... Es gibt ein Tonproblem leider wieder, Jean. Ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Wo ist der? Ich warte mal, ob ich hier was höre. Geht es? Soll ich den Genossen... Geht's besser? Jetzt verstehe ich dich, ja. Es war dann wieder weg. Versuch's nochmal. Sonst frag ich den Techniker dort. Es klingt gut jetzt. Es geht gut, ja? Ja. Also diese Begegnung mit der Leiterin des Büros des Hochkommissariates in Mytilini, von der du gerade geredet hast, die beschreibe ich in meinem Buch Die Schande Europas. Und zwar war diese Begegnung ja als kafkaesk. Wir haben über die Nahrungsmittelzufuhr, also über die Nahrung, die verteilt wird, die damals in Moria und die jetzt das selbe System in Kara Tepe weitergeht, die griechischen Generäle, es ist ja Militär, Moria war eine Kaserne, Militärgebiet auch in Kara Tepe, es sind die griechischen Generäle, das griechische Militär, das sich um die Ernährung der Flüchtlinge kümmert, die also ganz konkret die Catering-Verträge mit großen privaten Unternehmen auf dem Festland in Athen zum Beispiel abschließt und die bringen per Schiff jeden Tag nach Mytilini und dann von dort mit Lastwagen nach Kara Tepe die Nahrung für die Tausende und Tausende von Flüchtlingen. Und diese Nahrung ist häufig ungenießbar, ist häufig erstens ungenügend und häufig ungenießbar. Das Poulet oder der Fisch stinkt. Die Flüchtlinge, die 2-3 Stunden Schlange gestanden sind, auch im Regen, auch im Schnee, die werfen diese Nahrung sofort weg, weil sie nichts zu essen gibt. Dann haben wir mit dieser Leiterin des Hochkommissariates im Büro mit der Linie über dieses Problem geredet. Und die sagt, eine UNO-Bürokratin mittleren Ranges, die sagt natürlich, wir wissen das, Korruption,
die griechischen Generäle machen diese Containerverträge, machen diese Catering-Verträge, nehmen eine Kommission und was vom Geld übrig bleibt, geht an diese Sozialisation. Korruption ist da eine ganz schlimme Angelegenheit, sage ich. Aber wir können nichts tun. Wir können nichts tun. Und das ist eben komplett falsch. Und deshalb ist die Haltung von Filippo Grandi, dem Hochkommissar, heute, und Maximilian hat nicht gesagt, was er auf das Mandat ist des Hochkommissariats, nämlich die Genfer Konvention über Flüchtlinge von 1951, über die zu realisieren, die zu überwachen, dass der Genüge getan wird. Das UN-Hochkommissariat ist nicht verantwortlich, fühlt sich nicht verantwortlich, stiehlt sie aus der Verantwortung, genau gesagt. In den Hotspots, insbesondere in Samos, Karatepe und so weiter, in den fürchterlichen, schlimmsten Lagen, Stacheldraht umgebenen Lagen, mit einer Begründung sagen, das Subsidiaritätsprinzip. Und es stimmt, dass in den Statuten des Hochkommissariates dieses Subsidiaritätsprinzip verankert ist. Das heißt, das Hochkommissariat sagt, was ein anderer tun kann, das tue ich nicht. Was ein Nationalstaat tun kann, was eine Staatengruppe tun kann, UNO-Mitgliedstaatengruppe tun kann, das tue ich nicht. Das ist das Subsidiaritätsprinzip. Es stimmt auch, dass das Hochkommissariat, das hat 9.300 Mitarbeiter heute, hat ein Budget von 6,5 Milliarden Euro, hat eine riesige Verantwortung von Bangladesch bis Äthiopien für Millionen und Millionen und Millionen für Menschen auf der Flucht. Dieses Subsidiaritätsprinzip wird angerufen, um die Abwesenheit, die Verantwortungslosigkeit des Hochkommissariats auf den griechischen Inseln zu begründen. Und diese Anrufung, die ist nicht annehmbar. Das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Filippo Grandi hat total Unrecht, weil das Subsidiaritätsprinzip gilt ja nur, wenn jemand anderes dann wirklich die Genfer Konvention von 1951 auch umsetzt. Die Menschenrechte, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Bildung, das Recht auf hygienisches, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wasser und so weiter, auch tatsächlich konkretisiert, auch tatsächlich schützt. Was ja nicht der Fall ist, das haben wir heute wieder gesehen, nicht der Fall ist. Auf den griechischen Inseln. Und deshalb darf das Subsidiaritätsprinzip, das gilt nicht. Das Hochkommissariat stellt sich aus der Verantwortung, muss diese Verantwortung jetzt endlich übernehmen. Das muss geschehen, indem auf dieses Hochkommissariat Druck ausgeübt wird. Druck ausgeübt wird. Die Genfer Konvention von 1951 wurde unterzeichnet von praktisch von allen EU-Staaten sowieso und von praktisch allen Staaten der Welt. Wir müssen, ich komme noch einmal zurück, ein wenig pedantisch, aber trotzdem so sind Professoren pedantisch. Es hängt von uns ab. Unsere Staaten sind UNO-Mitgliedstaaten. Wir müssen Druck machen auf unsere Regierungen, dass diese Regierungen im Verwaltungsrat des Hochkommissariates Druck ausüben auf den Hochkommissar und dass der endlich seine Verantwortung in diesen Hotspots, in diesen fürchterlichen Lagen, die fast mit einigen Aspekten an Konzentrationslager, fürchterlichen Gedenkens erinnern, dass der Hochkommissar, der Hochkommissar endlich seine Verantwortung wahrnimmt und zur Evakuation dieser Lager sich in Aktion setzt und für die
rigorose Verantwortung aller Menschenrechte und insbesondere des Asylrechts für die gepeinigten Flüchtlinge ins Stacheldraht sorgt. Vielen Dank. Wir haben jetzt nur noch wenige Minuten, aber ich denke, wir dürfen vielleicht ein paar überziehen. Ich würde nämlich jetzt gerne noch mal eine letzte Frage dann formulieren, da wir zum Schluss kommen müssen und dann Shirin auch unbedingt noch mal einbeziehen, die ja das alles auch sehr gut aus der Nähe kennt. Ich würde die Frage gerne auch jetzt auf das Thema Solidarität bringen, denn das ist was, was ja nicht nur ein Begriff, den nicht nur wir hier benutzen und ins Zentrum unserer Arbeit stellen, das tut auch die EU-Kommission. Die EU-Kommission hat letztes Jahr, kurz nachdem das alte Moria abgebrannt war, ein neues EU-Asyl- und Migrationspaket vorgestellt. Und es wurde laut getönt, so etwas wie Moria soll es nie wieder geben. Tatsächlich geht es in dem Paket aber durchaus um den Ausbau des Lagersystems. Und das, was die EU-Kommission da unter Solidarität versteht, bedeutet, dass aufnahmeunwillige Staaten andere Staaten bei Abschiebungen unterstützen. Und das erinnert mich an das, was du eben gesagt hast, Jean, ein historisches Beispiel. Du hast es dann so zugespitzt, mit Rassisten kann man keine Politik machen. Und ich denke, das geht aber in genau eine solche Richtung, wenn man da eben Konzessionen macht an Staaten, die nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen und dann auch das noch Solidarität nennt. Und damit möchte ich jetzt zum Begriff der Solidarität noch mal zum Schluss kommen. Also zum einen vielleicht als Frage formuliert, was bedeutet dieses neue EU-Asyl- und Migrationspaket, das angeblich einen Paradigmenwechsel darstellen soll, tatsächlich für das System Moria? Und wie kann Solidarität aussehen, eine Solidarität, hinter der wir auch stehen können und die wir gerne leben möchten? Ich weiß jetzt, ich würde gerne Shirin das Schlusswort geben, deswegen fange ich vielleicht nochmal mit dir an, Max. Ja, also ich glaube, dieses Nie wieder Moria, das stimmt halt nicht, was die EU-Kommission da formuliert hat, sondern dieser New Pact on Migration, der wird solche Lager wie Moria in der Konsequenz sozusagen zur Regel machen. Und ich glaube aber auch gar nicht, dass sozusagen dahinter jetzt der ganz große Plan steht, dass man solche Lager unbedingt will. Also ich glaube, die EU, die hat schon ein Problem damit, dass sie immer wieder mit diesen Bildern auch auf dem europäischen Territorium konfrontiert ist. Aber das Problem ist eben, dass dahinter eine ganz massive Planlosigkeit steht, wie man mit Geflüchteten umgehen soll. Weil man sich eben nicht mehr auf diese Verpflichtungen eingelassen hat, die man einmal unterzeichnet hat bezüglich der Flüchtlingsrechte. Und deswegen sind solche Lager eben auch ein Resultat davon, dass man eben keine Solidarität auch zwischen den EU-Mitgliedstaaten ausübt. Und wir werden, glaube ich, erleben, dass eben solche Entrechtungssysteme immer stärker zunehmen werden an allen Außengrenzen. Das ist auch gar nicht so neu, das hatten wir auch schon mal in der ganz großen Massivität in den 2000er Jahren. Aber ein ganz großes Problem ist, je mehr man an den Grenzen entrechtet und je mehr man auch zusammenarbeitet mit autoritären Regimen, wie in Ankara beispielsweise oder mit nordafrikanischen Staaten, das führt ja nicht zu einer politisch gewollten Stabilität, sondern ganz im Gegenteil, man untergräbt die eigenen rechtlichen Verpflichtungen und man unterstützt eben auch autoritäre Systeme außerhalb der EU und sorgt damit teilweise auch noch für neue Fluchtursachen. Also das ist eben sozusagen überhaupt kein nachhaltiger Plan, der auf allen Ebenen zum Scheitern verurteilt ist. Vielen Dank. Jean, dann würde ich jetzt dir noch ein letztes Mal das Wort geben zum neuen EU-Asyl- und Migrationspakt. Also der Pakt von 2020, der ist ein totaler Skandal. Das Problem ist, dass die EU hat ja 2016 einen sogenannten Relokalisationsplan, Verteilungsplan ausgearbeitet. Diese fürchterlichen Abschreckungslager kann man ja nur evakuieren, wenn man die Flüchtlinge verteilen kann auf das Ganze, auf die 27 Mitgliedstaaten der EU, die sogenannte Relokalisation. Jedes Land müsste nach diesem Plan, nach diesem Relokalisationsplan, je nach Demografie und wirtschaftliche Stärke so und so viele Flüchtlinge aufnehmen. Polen, Ungarn, Slowenien, Kroatien, die Tschechei und so weiter weigern sich,
diese Relokation durchzuführen, irgendwelche Flüchtlinge anzunehmen. Ich habe in meinem Buch den Ministerpräsidenten von Polen, den aktuellen Ministerpräsidenten von Polen, zitiert, und der sagt, der hat öffentlich gesagt, wir nehmen keine Flüchtlinge auf in Polen, wir müssen die ethnische Reinheit der polnischen Nation schützen. Das sind Nazisprüche. Das sind Nazisprüche, die ethnische Reinheit. Gut. Jetzt, was ist die Reaktion der Bürokraten in Brüssel, Frau von der Leyen? Die sagt, sie will keine von denen, sie will keine Flüchtlinge aufnehmen, aber dann zahlt wenigstens für die Ausschaffung von Flüchtlingen, die kein Asylrecht erhalten werden. Und das ist ein totaler Skandal. Wenn die xenophoben Regierungen in Osteuropa, Zentraleuropa, sich weigern, den Relokalisationsplan umzusetzen, anzunehmen, dann müssen die sanktioniert werden, indem der Kohäsionsfonds sich von der Liste streicht. Sie wissen, dass unter den 12 Fonds der EU der Schweiz auch stärkste, der sogenannte Kohäsionsfonds, und von diesem Kohäsionsfonds Milliarden und Milliarden und Milliarden von Euro leben die meisten dieser osteuropäischen Staaten, xenophoben Staaten, die leben davon. Letztes Jahr haben die 5 osteuropäischen Staaten haben 82 Milliarden Euro aus dem Kohäsionsfonds erhalten für ihre Infrastrukturen und so weiter und so weiter. Und diese Subventionen müssen denen gestrichen werden, das ist juristisch durchaus möglich. Die Sanktion muss so aussehen, gestrichen werden, bis sie zur Vernunft kommen, bis sie die Relokalisation annehmen. Jedes Kontingent von Flüchtlingen, das ihnen zugeordnet wird, aufnehmen. Dass sie diese Verpflichtung wirklich respektieren. Wenn sie es nicht tun, ich sage es noch einmal, müssen die Kohäsionsfonds Milliarden gestrichen werden. Aber sie aus der Verantwortung zu entlassen, wie das der neue Migrationspakt ist, das ist meiner Ansicht nach ein totales Skandal. Das ist eine Ratifikation, eine Annahme, eine Legalisierung, wenn Sie so wollen, eine Legalisierung eines xenophoben, menschen- und völkerrechtlich unwürdigen Verhaltens. Vielen Dank, Jean. Dann, Shirin, möchte ich dich jetzt fragen, wir haben jetzt gehört, was die EU-Kommission unter Solidarität versteht. Es ist keinesfalls ein solidarisch sein mit den Geflüchteten. Wie kann denn Solidarität auf Lesbos, in Moria, um Moria herum, Kara Tepe herum aussehen? Ich möchte da erst noch ein bisschen zurückgehen. In den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, da sind ja diese ganzen Institutionen gegründet worden, die sich auf Rechte konzentrieren. Und sie und heute der UNHCR kümmert sich um die Flüchtlinge und zwar nur insoweit, wie das nicht anderweitig geregelt werden kann. Also das sind Dinge, die dann später kamen, später in den 80er Jahren, 90er Jahren. Das bedeutet also nicht, dass die Nichtregierungsorganisationen schlecht wären oder hilfreich, aber sie sind eben unerfahren. Wenn man gute Absichten hat, bedeutet das ja nicht unbedingt, dass man effektive Ergebnisse erzielt. Sie möchten ja gerne helfen. Aber sie stellen keine Fragen bis hinterher, nach der Hilfe, um welche Hilfe es eigentlich gehen soll. In gewisser Hinsicht ist das also sozusagen zu viel Hilfe. Ganz allgemein glaube ich auch nicht, dass die Menschen eigentlich geholfen werden wollen. Sie möchten schon etwas annehmen, aber nicht auf Kosten ihrer Menschenwürde, auf Kosten ihrer eigenen Fähigkeiten.
Natürlich, da, wo sie sich nicht selbst helfen können, muss Hilfe sein. Aber wenn wir jetzt eben Lesbos ansehen, geht es darum, diesen Gedanken aus den 50er Jahren wieder aufzugreifen und zu praktizieren. Die Menschen sind gekommen und sie sagen, wir möchten etwas machen, wir werden aber blockiert, könnt ihr uns helfen? Also in diesem Vakuum, wo es viele Konflikte gegeben hat, die sich in Lesbos entwickelt haben, auch noch vor dem Hintergrund von Corona, wo verschiedene Hilfsorganisationen einfach verschwunden sind. In diesem Vakuum jetzt entwickelt sich etwas. Viele Menschen in den Lagern haben ja auch eine Vorgeschichte. Sie kommen aus Lagern, aus Ländern, wo Selbstorganisation schwierig ist. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit bekommen, machen Sie das nicht für den UNHCR, sondern für sich selbst. Sie verlangen ihre eigene Identität, ihre eigenen Möglichkeiten für sich und für andere in dieser Situation zum Beispiel. Also von Anfang an. Die zwei Hauptdinge, die wir machen wollten, waren zum einen Hilfe mit einer Plattform, auf der man selbst für sich sprechen kann. Also nicht, dass wir für sie sprechen, sondern dass sie eine Möglichkeit nach außen zu sprechen haben, sich an die Medien wenden können, sagen können, so sieht's aus. Ich habe Kenntnis von der Situation, aber ich habe sie nie selbst erlebt. Das ist nur wiederholtes Wissen. Ich habe das nicht am eigenen Körper erlebt wie die. Ich habe das nicht selbst erlebt. Ich weiß nur davon. Durch das, was ich sehe, was ich höre, was mir erzählt wurde. Diesen Unterschied gibt es also. Zum einen also für sich selbst sprechen, zum anderen selbst tun. Das hat ja alles im März begonnen, in weniger als einem Jahr. Kümmern Sie sich jetzt nicht nur um den Müll, sondern nicht nur im Lager, sondern sogar draußen. Sie kümmern sich um Recycling, um Abfallwirtschaft. 50.000, es wird hier alles rausgeschafft. Das führt zu weniger Rattenbefall, weniger Geruchsbelästigung im Lager. Sie sehen sich das als Ihre eigene Verpflichtung an, der eigenen Gemeinschaft zu helfen. Und Sie sind jetzt sehr stolz darauf, dass Sie das erreicht haben, sich gegenseitig zu sichern. Und Sie sitzen ja da und haben nichts, was Sie machen können. Und wenn Sie jetzt dieses Gefühl haben, wir erhalten unsere eigene Gemeinschaft sicher, das stärkt Ihr eigenes Selbstbewusstsein, Ihre eigene Initiative. Sie bemühen sich auch um Bildung. Wir bieten Lehrerausbildung. Es gibt jetzt Gemeinschaftsschulen im Lager und auch Verteilung. Manche der größten Verteilungen in Moria wurden ganz einfach selbst von den Asylsuchenden organisiert. Also, was Sie selbst machen können, machen Sie. Sie sind auch hoch in der Lage, diese Dinge zu machen. Und in Lesbos jetzt, das sind Sie eben. Haben Sie Partner? Das sind nicht die Teams, sondern einzelne Partner, die jetzt unterstützen und helfen mit den Instrumenten, die Sie brauchen. Wenn Sie also an die Grenze kommen, wird das kommuniziert und wir füllen dann die Lücken auf. Aber die Flüchtlinge selbst sollten eben tun, was in ihrer Fähigkeit liegt. Jetzt nochmal zum UNHCR, wenn das in Ordnung ist. Der UNHCR wird nicht als vertrauenswürdig im Camp angesehen. Das ist auch verständlich. 7.000 Menschen stehen jetzt vor dem Winter. Und neulich gab es minus 4 Grad. Es gab schon 2 Schneestürme. Das hat das Lager zum Glück noch nicht so stark betroffen wie manche andere Bereiche von Lesbos. Aber es hat eben schon diese 2 Schneestürme gegeben, die Temperaturen sinken, es gibt Warnungen in den Medien, man soll drinbleiben und so weiter. Aber 7.000 Menschen sitzen im Lager, sie haben keine Heizung. Nicht mal so etwas Grundsätzliches wie Heizung. Und das geschieht jetzt. Im alten Lager, da ist alles verbrannt. Und jetzt gibt es eben dieses UNHCR-Lager mit den
Logos drauf. Und da gibt es nur diese Zelte. Das ist zu eng, nach UN-Protokollen, zu eng auch, was Feuersgefahr da angeht. Das ist also jetzt alles wieder geschaffen. Und das einzig Positive bisher ist, dass wir sehen, dass die Menschen im Lager selbst mehr Möglichkeiten bekommen, etwas zu machen. Aber ansonsten hat es noch keine Verbesserung in dem neuen Lager gegeben, leider. Shirin Tinnesand, Maximilian Pichel und Jean Ziegler. Ich hoffe, wir haben mit dem Panel nochmal neue Aspekte auch zum System Moria beitragen können. Es ist in den Medien, wird relativ viel über Moria berichtet, über viele andere Hotspots, Flüchtlingslager hören wir nichts. Vielleicht denken wir, wir wüssten schon alles über Moria. Ich glaube, unser Panel heute hat gezeigt, die meisten von uns, auch wir hier in der Runde, lernen da immer wieder Neues dazu und meistens erschreckende neue Dinge. Aber es gibt eben auch Solidarität, die dort gelebt wird. Davon hat vor allem Shirin jetzt berichtet. Ich danke euch allen drei herzlich, dass ihr euch zugeschaltet habt oder gekommen seid, und ich wünsche allen noch eine ertragreiche Tagung und ein Weiterarbeiten an der Rekonstruktion der Welt.